Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder. Heute bin ich alleine unterwegs mit Panzern, nachdem ich jetzt, keine Ahnung, 3 oder 4 oder 5 Folgen Flugzeuge hatte. Ich hätte es vielleicht ein bisschen aufteilen können, aber naja. Und ich habe schon sehr lange kein War Thunder mehr aufgenommen, tatsächlich. Also, die ganzen Folgen, die ihr jetzt in letzter Zeit gesehen habt, die sind tatsächlich alle so einen Monat alt. Vielleicht sogar noch mehr teilweise. Und deswegen, es hat sich bei mir im Tech Tree einiges getan. Ich habe in letzter Zeit immer mal wieder aufgenommen und gespielt. Die Aufnahmen waren teilweise am Arsch, deswegen habt ihr die leider nie gesehen. Ich hatte letztens irgendwie ein paar technische Probleme. Da sind einige Aufnahmen tatsächlich einfach kaputt gewesen, aber ist halt manchmal leider so. Aber die Probleme sollten jetzt eigentlich alle gefixt sein. Ja. Und gerade bei den Alliierten, aber auch bei den Deutschen bin ich relativ... Ja, wobei bei den Deutschen, ja doch, bei den Deutschen auch. Aber gerade bei den Alliierten, vor allem bei den Amerikanern, habe ich, glaube ich, ganz gut zugelegt, was Fahrzeuge angeht. Also ein 6-7er Deck kriege ich jetzt sehr, sehr gut zusammen. Das war bis vor 3 Wochen noch nicht der Fall. Da konnte ich zwar hier auch mit meinem T114 rumeiern, aber danach kam halt erstmal nichts. Ne? Das hat sich jetzt aber ganz gut geändert. Oh Scheiße, das werde ich nie überleben wahrscheinlich. Was hast du denn hier Kant? Wurde ich gerade beleidigt? Ich weiß es nicht. Ne, ich glaube nicht. Ja, aber danach, nach der 114 kam halt nicht mehr allzu viel. Guck, guck. Lol. Der hat schneller abgedrückt. Das war witzig. Aber mittlerweile, keine Ahnung, hier der... M56, dann die M41, der M36, das sind alles gute Fahrzeuge für das Battle Rating. Und am M56 muss ich tatsächlich auch noch etwas weiterarbeiten, weil das Problem ist gerade, der hat nur die APCA-Munition. Ja gut, und halt HE, aber die normale HE kannst du ja sowieso in der Pfeife rauchen. Aber die APCA-Munition ist nicht so geil. Aber der Panzer ist geil, der hat... Der ist schnell, der hat eine geile Kanone. Nur wie gesagt, die Munition, die ich momentan dafür verwenden kann, ist absoluter Mist. Und das muss sich schnellstmöglich ändern. Deswegen muss ich jetzt mit dem ein bisschen zocken. Ich muss diese APCA loswerden. Weil mit der lässt sich halt nicht so gut arbeiten. Wie mit... AP mit Filler oder sowas, ne? Das ist ja einfach nur ein spitzes Wuchtgeschoss, das kann ich mir auch sparen. So. Und jetzt Vorsicht walten lassen. Der Kollege hingefahren ist, der mich da gerade gekillt hat. Komm schon. Fahr weiter. Tut mir nicht den Gefallen, das ist aber nicht nett. Der Feind hat die Initiative. Aber kurz hinter das Panzerwrack. Erobern kann ich das Ding hier immer noch gleich, aber... Ziel unbeschädigt, scheiße. Die Munition ist halt echt nicht gut. Kann man sagen, was man will. Ziel unbeschädigt. Fuck. Ziel unbeschädigt. Ach, Mensch. Und er hat mich wieder getötet, der Kollege. Aber ich bin noch nicht durch. Du. Stopp. Endlich
Die AP-Munition für die M19 ist freigeschaltet. Hatte ich gar nicht mitbekommen. Die ist nicht so schlecht. Also damit kannst du auch einen Panzer zerlegen. LOL. Wie tief ist der denn gerade bitte geflogen? Und eine Tar. Das ist ja eine super Runde. Kannst du gleich raus und wieder rein. Das ist jetzt gerade alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Mit der M56 habe ich nichts penetriert. Ich habe auch das falsche Flugzeug geschossen. Läuft bei mir heute. Wo ich tatsächlich noch nicht so weit gekommen bin, ist bei dem Tree hier. Den möchte ich gerne als nächstes weitermachen. Ich hatte tatsächlich erst überlegt, ob ich hier T92 und Ontos erforschen soll. Aber wie Sera so schön sagt, die sind nicht decktragend. Deswegen geht es jetzt erstmal hier runter, bis ich zum T32 komme. Da sieht es nämlich mit der Tragfähigkeit eines Decks schon ganz anders aus. Ja, gut, und danach wird es halt richtig lustig. Das ist halt die Abrams-Linie. Da lässt sich schon mitarbeiten mit sowas. Deswegen habe ich tatsächlich gerade in meinem Startaufgebot relativ viele Premium-Fahrzeuge drinne, weil ich möchte einfach so schnell wie möglich Boden gut machen. Welche Map ist das? Bäh, fällt da doch mal die. Ich mag die Map nicht. Wird jetzt eine Weile dauern. Leute, wird eine Weile dauern, aber ich halte den T28 für diese Map sehr gut, weil hier ist ziemlich viel Gebüsch. Ihr seht, so von der Höhe her bin ich auf jeden Fall immer drunter. Was bei den Turmfahrzeugen eben nicht der Fall ist. Und hier kann ich eigentlich ganz gut meine Kanone ausspielen. Deswegen, ich lasse jetzt erstmal vorfahren. Können ja ein bisschen Zielschießen machen. Ah, zu niedrig. Der könnte ganz gut kommen. Nee. Aber einer. Eigentlich ist es dumm, die Sperrballons wegzuknallen, weil die helfen ja eventuell, wenn man nicht selber dagegen fliegt. Bullet Drop ist gar nicht so hoch von dem 50 Cal, wie ich denke, glaube ich. Ne, ist er nicht. Und ich glaube, ich kümmere mich auch ein bisschen um A. Ich mag den einfach so gerne. Das ist einfach ein Badass-Fahrzeug. Vor allem, da kommt halt nichts durch. Auch auf höheren Battle-Ratings ist es immer noch schwierig. Die versuchen halt immer dann auf die Kuppeln zu schießen, aber wenn du die Karre halbwegs gescheit winkelst. Okay. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich was von der Seite reinkriege. Ich gehe tatsächlich schon mal ein bisschen weiter nach links. Ich will nur kurz ein geiles Bild noch haben. Sehr gut. Schnell drüber, 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 drüber. Dachte ich mir schon fast, dass da was sein könnte. Würde ich zumindest so machen. Oh nein, du bist so schnell. Du bist so schnell. Bin mir nicht sicher, wo der hinfährt. Verloren. Da könnte was sein, aber
könnte auch irgendwo weiter links sein. Gerade decapped. Solange ich nicht weiß, wo der ist, fahre ich nicht vor. Ich möchte mich nur schon mal ordentlich in Schussposition bringen. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. The weapon has been destroyed. Das gibt's nicht. Der hat mir die Waffe zerschossen direkt. Und er ist tot. Oh. Das ist ja wohl ein Witz. Oh oh. Es kann sein, dass der... Scheiße. Ich wollte gerade sagen, es kann sein, dass er mich nicht gesehen hat. Aber er hat mich gesehen. Na gut, aber... Es läuft heute nicht so gut. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Mit dem bin ich schnell genug. Wenn ich nah genug rankomme, kann ich den ordentlich austören, den Jagdpanda. Muss nur erstmal finden. Wenn er Assi ist, stellt er sich hier hin und spawn-rapt uns. In Sicht. Komm, zeig dich. Wo bist du hingefahren, mein Freund? Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Dann ist der, dass der gerade C gekappt hat. Sehen. Ach, schade. Und noch ein T-44. Von wo? Boah, nicht schlecht. Na gut, das lasse ich mir gefallen. Aber was ist denn heute los, ey? Könnte ich direkt nochmal in die nächste Runde reingehen? Jetzt bin ich aber fast geneigt, bei den Deutschen weiterzuspielen. Ah, nein. Oder mal kurz gucken, was habe ich denn hier gerade am Erforschen? Gerade Jagdpanther erforschen. Ja, komm. Irgendwie mit den Amis klappt es gar nicht. Da müssen die Deutschen ran. Wie weit bin ich denn eigentlich noch was von was Geilem entfernt? Also als nächstes quasi Jagdpanther. Ah, Mist. Leopard 1 wäre dann mein nächster Wunsch quasi. Ich muss sagen, mit den Lights, mit den üblen Kanonen komme ich mittlerweile am besten klar. Ich glaube, ich fahre zu C. Und zwar mit Mogu. Da muss ich jetzt tatsächlich einfach die Geschwindigkeit ausspielen. Weil B, ja, macht für mich keinen Sinn, weil da bin ich als allererster da. Muss aber trotzdem noch auf die restlichen Nasen warten, bis die ankommen. Deswegen macht das für mich nicht so viel Sinn. Mittlerweile habe ich mich eh dran gewöhnt, immer in der Stadt zu sein. So, ich wechsle mal die Munition, weil mittlerweile eigentlich alle, mit denen wir sonst so spielen, sind eigentlich mittlerweile auf Hash umgestiegen. Von der Munition her. Weil die ignoriert quasi Winkel. Beziehungsweise sie macht sogar noch schlimmer bei Winkeln. Die
Explosion. Und hat vielleicht nicht so direkt so eine mega hohe Pen, aber hat auch seine Vorteile. Macht halt schön Matsch. Kannst du einfach irgendwie, keine Ahnung, T-44 mitten in die Fresse schießen und er macht halt nichts mehr. Gar nichts. Ist halt schon ganz geil, muss man sagen. Macht Spaß. So. Und was ich halt viel zu selten mache, spotten. Das will ich heute mal ändern. Aber Gott sei Dank noch nichts gesehen. Ich bin gerade ein bisschen froh darum, dass ich noch nichts gesehen habe. Ah, nein, Geschwindigkeit aus. Mist. Nix gut. Auf dem Battle Rating könnte mir jetzt halt auch schon was entgegenkommen. Pontos wäre zum Beispiel nicht so geil. Wobei, dann wäre es wenigstens ausgeglichen. Von der Panzerung her. Man muss jetzt tatsächlich vorsichtig sein. Und wirklich Augen aufmachen. Okay, da geht's schon rund. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Sehr gut. So, und jetzt gehen wir uns auf die Lauer legen. Nein. Lass mal Rohr nach vorne. Ich lehne ab. Immer schön die Straßen jetzt reingucken. Und jetzt wird es halt langsam. Jetzt ist langsam der Zeitpunkt angebrochen, wo die Gegner eigentlich hier sein sollten. Eigentlich. Scheiße. Keine Ahnung. Habe ich schon gesehen, aber egal. Ich habe meinen Punkt gesaved. Und weißt du was? Wir werden jetzt mal richtig böse. Also ihr seht, ich habe mittlerweile dann doch schon ein bisschen hier Kolian, Panther 2 und so, ne? Kolian oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ein bisschen gearbeitet. Aber dem bombe ich jetzt die Scheiße aus dem Hirn. Weil bitter, dass jetzt schon C erobert wird, aber ist halt so. Die hole ich mir aber. Aber nee. Das ist immer so schön auf dem Feld. Das ist halt ein safer Kill. Nein, es ist keine Scheiße. Gut. Was ich sehr gut finde übrigens, die haben die. Wir haben die schön wendig gemacht mittlerweile. Oh oh, das ist nicht gut. Abgestürzt. Wir haben die B-35 wesentlich... Die Do 335 wesentlich wendiger gemacht. Die war früher, muss man sagen, echt wie ein Schuhkarton. Aber das hat sich deutlich gebessert. Ich glaube, bei der Coelian ist auch die Feuerrate deutlich höher als früher. Was mir sehr zugute kommt, ich mag das ja. Prinzipiell. Ah, schade, ich habe gehofft, er hätte mich gesehen und weil ich gedacht, ich bin irgendwie ein MBT. Seine Pantherwanne. Oder? Panther? Ja, doch.
Wäre nett gewesen. Aber hier gerissen, killtechnisch habe ich heute nichts. Das ist. Und das ist schlimm, weil ich spiele mittlerweile, wenn ich mit den Jungs spiele, eigentlich ganz gut. Ich mache immer so meine 3-4 Kills. Aber das läuft heute gar nicht. Aber das ist tatsächlich dann auch der Unterschied, wenn man im Team zusammenspielt. Da kann man sich wesentlich besser absprechen. So von wegen, du hältst die Straße, ich halte die Straße. Da muss man nicht überall rumfahren und gucken, was man macht. Natürlich eindeutig ein Vorteil, wenn man zusammen zockt. Vielleicht bin ich einfach so ein Teamplayer, ne? Zumindest War Thunder. Komm, ich fahr jetzt mit dem Coelian rüber zu A. Ich werde es auf jeden Fall. Lol. Alter. Eben habe ich gedacht, was ist das? Mach dir jetzt erstmal deine. Kanone kaputt. Von wo zur Hölle werde ich denn beschossen? War nochmal ein Stück weiter dahinter. Ne, von rechts sogar noch. Ne, da habe ich gar nicht gesehen. Das schwarze Kondor. Dafür habe ich dem anderen Ohr nicht gegeben. Der sieht ja bescheuert aus. Oh Mann, das war nix die Runde. Das war so wirklich gar nix. Wer ist denn gerade online gekommen? Lol, und wieder weg. Naja, gut, aber das soll es für heute gewesen sein. Es nervt mich, dass das gerade so beschissen lief. Aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Tschüssi.